Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, die BIFF Talks hier durchzuführen und Gespräche zu führen mit RegisseurInnen, SchauspielerInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. BIFF Talks ist ein offenes Gesprächsangebot. Wir möchten in den Kontakt treten mit den Leuten, die die Filme gemacht haben, die wir hier zeigen, und auch nochmal genauer über die Filme sprechen. Und heute bei mir zu Gast ist Vittore Mozzacchi zum letzten BIFF Talk des 35. Braunschweig International Film Festival. Hallo. Hi. Du hast uns mitgebracht Hella und Bernd. Hella und Bernd, das ist ein besonderes Paar, das du kennengelernt hast und 3 Jahre lang begleitet hast. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe Hella 2014 bei einem WDR-Projekt kennengelernt und da war ich auch tatsächlich noch in Braunschweig. Und wir sind in Kontakt geblieben, weil wir uns einfach mochten. Und als ich dann nach Köln gezogen bin, hat sie gesagt, du musst unbedingt meinen Mann kennenlernen, der ist Künstler. Und das, was wir hier machen, das wird dich irgendwie beeindrucken. Und dann habe ich gedacht, okay, dann komme ich mal vorbei. Und so war es dann tatsächlich auch. Und am Anfang war es geplant, dass ich ein 15-Minuten-Porträt über die Kunst von Bernd mache. Und dann ist mir aber nach sehr kurzer Zeit schon klar geworden, dass das nicht nur 15 Minuten werden, weil die da so große Aktionen machen und dass jedes Mal was Neues und anderes war und mich das sehr, also diese neue Welt, die ich da kennengelernt habe, sehr beeindruckt hat. Und du bist diesen Menschen ja auch über 3 Jahre lang sehr nahe gekommen. Es geht ja auch da um die persönliche Beziehung zwischen den beiden. Wie war das für dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das war so ein bisschen wie bei den eigenen Eltern sein und die Filme nur mit Abstand. Also, dadurch, dass ich halt auch sehr lange da war und dort auch geschlafen habe und wir zusammen zu Abend gegessen haben und ein Weinchen getrunken haben, war das natürlich schon so, dass ich auch sehr viele sehr intime Momente mitbekommen habe und natürlich auch Streitereien. Und das ist auch sehr menschlich und da musste ich selber halt auch lernen, mich davon zu distanzieren und das einfach zu beobachten. Und das war für mich auch ein spannender Lernprozess. Du hast es eben erwähnt, die beiden machen Kunst. Und im Rahmen dieses Festivals hat ja auch eine Ausstellung stattgefunden. Die wurde schon Ende Oktober eröffnet. Du hast dazu auch was beigetragen. Erzähl uns doch mal was von der Vernissage, bitte. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit Bernd Kaspar Dietrich zusammen. Er hat da seine Kunstwerke ausgestellt. Ich habe eine Videoinstallation vorbereitet. Er macht jetzt schon im 2. Jahr ein Ausstellungsprojekt, wo er Kunstwerke verkauft und den Erlös davon an Frauenhäuser stiftet, weil die Frauenhäuser eben nicht so gut finanziell unterstützt werden und ihm das ein großes Anliegen war, da ein bisschen Geld und auch seine Arbeit reinzustecken. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann 3 Videoinstallationen vorbereitet und habe dann 3 verschiedene Schritte vom Künstler gezeigt. Also einmal, wie er mit der Kunst umgeht, wie er mit der Umgebung umgeht, also wie er den Skulpturenpark mit aufbaut, dort, wo sie leben, weil da haben sie auf 7000 Quadratmetern einen riesigen Skulpturenpark gebaut. Und einmal, wie wir in London waren und da eben in der Tate Modern über Kunst gesprochen haben. Und das war auch sehr bewegend, weil als wir in London waren, genau zu der Zeit, ist Hella Oma geworden. Also das heißt, da merkt man auch so, wir haben sehr viel miteinander miterlebt und auch vom Leben des anderen sehr viel mitbekommen. Und da wächst man schon zusammen. Mhm. Ihr habt die Ausstellung im Einraum gemacht, den du ja auch kennst, weil dein Film läuft in der Heimspielreihe, du hast einen Bezug zu Braunschweig. Kannst du noch mal sagen, wie du mit Braunschweig in Kontakt bist oder warst? Ich habe in Braunschweig an der HBK, also an der Kunsthochschule, Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Film studiert und habe also 4 Jahre hier gelebt und auch sehr viele schöne Veranstaltungen beim Einraum miterlebt. Und von daher war es mir auch ein großes Anliegen in dieser schönen Ecke, das ist ja so eine ganz kleine Passage mit Cafés und Bars, da war es mir ein großes Anliegen, dass ich das dort veranstalte, weil es so auch so diesen intimen Moment hat von genau das, was ich auch mit dem Film zeige. Du bist auch mit dem Filmfest schon seit einigen Jahren verbunden. Wie ist es jetzt für dich, hier Gästin zu sein? Ganz aufregend. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, auf der anderen Seite zu stehen und aber auch zu wissen, wie die Prozesse verlaufen und auch zu wissen,
ah ja, genau, jetzt weiß ich, ah, jetzt ist der Stress, weil jetzt kommt nämlich genau dieser Punkt am Festival, wo man dann daran arbeiten muss. Und das ist ganz spannend, auf der anderen Seite zu stehen und das dann mitzuerleben. Und es ist aber einfach, ich habe immer noch alles gleich in Erinnerung. Also es sind alle immer super nett vom Festival und super gut vorbereitet. Und das ist ganz toll, hier zu sein. Und du hast morgen hier mit Hella und Bernd deine Weltpremiere. Wir sind schon alle super gespannt. Es wird Q&As geben, du bist wieder in Kontakt mit dem Publikum, überhaupt das ganze Festivalgefühl, nachdem es jetzt so lange nicht möglich war, in die Kinos zu gehen. Worauf freust du dich da besonders? Ich freue mich tatsächlich über alles. Also, dass das ganze, also fast das ganze Team da ist und das auch miterleben kann. Dass es eben auch für uns alle so ein besonderer Moment ist, weil es die Weltpremiere ist und wir bisher nur Teampremieren hatten. Und dass Hella und Bernd eben auch dieses, wenn man das so sagen kann, dieses Endprodukt sehen können und dann auch so wir alle irgendwie stolz darauf sein können, weil wir alle in dieser Zeit, wo wir den Film produziert haben, glaube ich, über uns hinausgewachsen sind und uns auch im Leben bereichert haben. Und darauf freue ich mich sehr, dass wir das dann morgen feiern können. Und hast du vor, da dran zu bleiben an Hella und Bernd, weiter in Kontakt zu bleiben, vielleicht ein weiteres Projekt zu machen? Das haben wir tatsächlich überlegt, weil den Film, den ich jetzt gedreht habe, der ist ja schon wieder alt. Also sobald du das Filmmaterial hast und die Dreharbeiten abgeschlossen sind, ist das ja dann schon ein alter Film, also ein Dokumentarfilm. Und von daher, die haben sich ja auch sehr weiterentwickelt und haben auch viele neue, sehr schöne Projekte gestartet. Und da sind wir natürlich dran, dass wir da auch weitermachen. Und abgesehen davon, wo darf man Sachen von dir sehen? Wo geht's weiter für dich? Sachen von mir sehen kann man online. Also ich mache auch sehr viel im Musikvideobereich, wo ich auch Regie mache und arbeite aber gerade an einem Webserienprojekt über eine kosovarische Familie, die kurz vor dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland kommt. Und da zeige ich eben auch, wie die kulturellen Unterschiede sind und wie das auch zu Familienspaltung führen kann. Und da schreibe ich gerade am Drehbuch und hoffe, dass wir dann nächstes Jahr eine Pilotfolge drehen können. Dann drücken wir dafür ganz doll die Daumen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Hella und Bernd. Morgen, wie gesagt, die Weltpremiere hier beim Braunschweig International Film Festival. Vielen Dank, dass du zurückgekehrt bist nach Braunschweig und dieses tolle Produkt mitgebracht hast. Dankeschön. Danke dir.